Wir haben eine äußerst lebhafte Börsenwoche hinter uns mit einer Flut von Unternehmenszahlen, mit sehr, sehr vielen Konjunkturdaten, mit der Leitzinssenkung in der Eurozone und dann noch auch am Ende dem großen Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Da gab es allerhand zu verarbeiten. Letztlich haben wir ein neues Allzeithoch im DAX gesehen. Wir haben aber auch gesehen, dass der Euro zum US-Dollar an Wert verloren hat. Aber jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Terminkalender für die Woche vom 11. November bis zum 15. November. Und da geht es am Montag los mit der Industrieproduktion in Italien für den Monat September. Hier werden die Zahlen im Monatsvergleich vorgestellt. Am Dienstag, da wird es darauf ankommen, wie die Verbraucherpreise sich in Deutschland entwickelt haben. Die endgültigen Zahlen kommen hier. Zuletzt lag die Inflationsrate ja bei 1,4%. Das heißt also die Preissteigerungsrate hier an dieser Stelle. Und diese wird natürlich sehr, sehr stark beachtet. Ich darf aber daran erinnern, dass in der ganzen Eurozone im Moment die Verbraucherpreise nur um 0,7% zugelegt haben. Und das war ja auch der Hauptgrund für die Leitzinssenkung der EZB am vergangenen Donnerstag. Am Mittwoch haben wir um 11 Uhr vom IFO-Institut das Weltwirtschaftsklima zu erwarten, den Weltwirtschaftsklimaindex hier für das vierte Quartal. Auch dieser dürfte auf großes Interesse stoßen. Am Donnerstag um 14.30 Uhr kommen wieder die obligatorischen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Da werden wir also zwischendurch mal wieder hinschauen, wie sich der Arbeitsmarkt in Amerika entwickelt. Und zum Abschluss der kommenden Börsenwoche am Freitag haben wir den kleinen Verfallstag an den Terminbörsen. Da verfallen dann Optionen auf Aktien und auf den DAX. Sie sehen schon anhand dieser Übersicht, dass wir jetzt für jeden Tag mal einen Datensatz hier rausgesucht haben, der marktbeeinflussend sein könnte, dass es in der kommenden Woche wohl von Datenseite etwas ruhiger angegangen wird. Aber es kommen vor allen Dingen auch viele Unternehmenszahlen aus der zweiten Reihe, dann zum Beispiel auch aus dem MDAX und dem SDAX. Und da wird natürlich der eine oder andere Aktionär, der dort investiert ist, besonders hinschauen.